Servus, ich bin Lisa Müller und da sind wir daheim. Musik bewegt mich schon mein ganzes Leben. Genau wie Natur, Heimat und Geborgenheit. Und das alles, das finde ich da. Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben. Mein Papa ist Musiker. Mit ihm bin ich schon gefühlt immer auf der Bühne gewesen oder mit dabei gewesen, bis ich dann selbst an der Musikschule mit 12 Jahren mit Gesang angefangen habe und arbeite dort jetzt. Ich habe Musik für mich zum Beruf nach dem Abitur gemacht. Ich wusste, ich möchte in die Musikrichtung gehen, ausdrücken, mit Menschen arbeiten, singen und Leuten einfach Emotionen beibringen und einfach die Passion weitergeben. Und nach dem Abitur habe ich mich auf die Suche begeben und dann Musik für mich entdeckt. In Dresden habe ich 4 Jahre lang klassischen Gesang studiert und durch ein Vorsingen bin ich dann an die Staatsoperette Dresden gekommen und habe dort die Rolle des Knaben gemacht in Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte. Und dort bin ich dann hängen geblieben, habe weitere Produktionen mitgemacht und dann auch die böse Schwester in Cinderella verfilmt und habe mitbekommen, wie das Leben hinter und auf der Bühne sein kann. Habe festgestellt, dass ich dankbar bin für die Zeit, aber dass es mit meinem Familienleben nicht kompatibel ist. Als dann die Zeit schwieriger wurde und durch Corona alle Bühnenvorstellungen gecancelt wurden, die Gage wegfiel, habe ich mich am Ende des Studiums schon gefragt, wo geht jetzt der Weg hin? Und ich habe mich nach Sicherheit gesehnt und einen festen Job. Und dann kam der Anruf von der stellvertretenden Leitung der Kreismusikschule Tierschuldeut. Sie meinte, Lisa, wir haben gehört, du bist fertig mit dem Studium, wir hätten da eine Stelle für dich. Und dann kam aus meinem Hinterkästchen der Gedanke, Heimat, ja, das ist eine Option für mich, das ist eine große Option. Und dann kam auch der Wunsch dazu, dass es klappt. Und umso mehr ich dann wirklich an die Heimat gedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, ich freue mich auf meine Familie, auf die Freunde, auf die Natur und einfach auf das Untereinander sein und die Traditionen, die bayerischen Traditionen wieder ausleben zu können. In Waldsassen die Basilika ist auch ein ganz besonderer Ort für mich, weil ich da schon als kleines Kind Lektorin war, jetzt im Kirchenchor singen und ja, einfach da Momente im Glauben habe. Und ich habe einen Franz mitgebracht und der hat sich hier total hiesig gemacht, schneller tatsächlich als ich. Der hat seine Bienen mitgebracht, ist im Imkerverein, spielt Fußball beim SF Korndrau. Seine Jagd hat er mir die Passion mitgegeben und ist mit allen einfach im Kontakt und ist kontaktfreudig. Und durch die Natur haben wir einfach so viele Möglichkeiten, uns auszuleben und frei zu sein. Und durch diese Naturverbundenheit ist auch der Sinn für Natur für uns ganz wichtig und auch das Ausleben der Jagd. Es ist natürlich die Liebe und die Schätzung vor Wild und Wald und nicht nur das durch den Waldstreifen und alles genau beobachten, sondern auch die Hege und die Pflege. Und da gehört natürlich der Abschuss dazu. Und was wir uns auch hier geschaffen haben in der Natur, ich meine, man hört die Hühner im Hintergrund, im Garten, die Bienen summen. All das ist unser Lieblingsort. Einfach draußen im Garten sein, einfach mal sich hinzusetzen oder in die Liege zu legen nach einem Saunaaufguss und das alles zu genießen, was man am Tag vielleicht über ein bisschen arbeitet.